Hallo liebe Zielgruppe, ein weiteres kurzes Video aus der Reihe Grundlagen und Konzepte der IT-Sicherheit. Heute zum Thema Backup und Malware. Mit ein paar Tipps, wie Sie sich davor schützen können, dass Ihr Unternehmen sämtliche Daten verliert. Von Malware haben Sie wohl alle schon einmal gehört. Früher sagte man auch Computervirus oder trojanisches Pferd. Wir bezeichnen damit sämtliche Arten bösartiger Software. Malware kann dazu führen, dass der Betrieb unterbrochen wird oder dass Sie zur Zahlung von Lösegeld erpresst werden. Oft gibt es viele andere Seiteneffekte, die ein Unternehmen oder eine Behörde nachhaltig beeinträchtigen können. Was oft unterschätzt wird, leider beschädigt Malware oft auch das Backup eines Unternehmens. Und das betrifft nicht nur kleine Unternehmen, die alles in einem NAS speichern. Nein, das betrifft auch größere Unternehmen, Konzernunternehmen mit sehr großen Infrastrukturen, die ihr komplettes Backup verlieren können. Es besteht also eine Gefahr eines Totaldatenverlustes. Wie sich das vollzieht und was man dagegen tun kann, werde ich gleich erläutern. Zunächst aber mal etwas mehr Hintergrund zum Begriff Malware. Wir unterscheiden heute meist nicht mehr zwischen Viren, Würmern, trojanischen Pferden, sondern nennen bösartige Software ganz allgemein Malware. In ein Unternehmen kommt Malware meistens über E-Mail, auch über USB-Sticks oder beim Browsen, also wenn Sie etwas downloaden oder einfach nur eine gefährliche Webseite besucht haben. Letzteres wird auch als Drive-by bezeichnet. Natürlich haben Sie einen Virenscanner, aber der schützt Sie nicht. Denn Antivirus-Software kennt immer nur einen Teil der Malware. Und zwar je älter eine Malware ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Virenscanner darauf reagiert. Der Schutz ist aber nicht 100% und er ist auch nicht nahe bei 100%. Deswegen sollte Ihre Sicherheit niemals allein auf der Antivirus-Software beruhen. Da es leider schon Lösegeldzahlungen in Millionenhöhe gegeben hat, haben wir inzwischen einen sehr gut finanzierten professionellen Bereich. Malware wird also immer besser, sie agiert teilweise mit Maschinenintelligenz und sie kann auch neueste Sicherheitslücken berücksichtigen, zum Beispiel aktuelle Exploits nachladen. Malware kann auch sehr lange abwarten, das heißt, sie schlummert in ihrem Unternehmen, sammelt auf dem Weg Passwörter, infiziert immer mehr Komponenten bis zu einem Tag X und dann schlägt sie zu. Und da sie sich vorher lateral ausgebreitet hat, ist dann, wenn Sie etwas Pech haben, das gesamte Unternehmen betroffen und auch das Backup ist weg. Zunächst einmal, was sind wichtige Anforderungen an ein Backup? Die meisten davon werden Sie sicherlich kennen, insbesondere wenn Sie für ein Backup verantwortlich sind in Ihrem Unternehmen, werden Sie vermutlich alle diese Anforderungen kennen und auch berücksichtigen. 5 wichtige Prinzipien. Zunächst, Offsite. Ein vollständiges aktuelles Backup soll sich auch außerhalb des Serverstandortes, also außerhalb des Racks und außerhalb des Serverraums befinden, am besten in einem anderen Brandabschnitt und noch besser viele Kilometer entfernt. Optimalerweise ist ein aktuelles Backup auch offline. Das heißt, in einem kleineren Unternehmen sollten Sie ein Backup-Tape oder eine USB-Festplatte abziehen und in einem feuerfesten Safe lagern. Es gilt das Prinzip, ist das Backup erreichbar, ist es auch gefährdet. Und das gilt auch für größere Unternehmen. Für die lernen wir aber gleich noch andere Strategien kennen. Sie sollten mehrere Versionen des Datenstandes vorhalten, das heißt beispielsweise das Generationenprinzip anwenden, also tägliche, wöchentliche, monatliche Backups aussondern und zum Schluss Jahressicherungen vorhalten. Wichtige Datenbanken sollten gesondert gesichert werden, also nicht nur über ihren meist virtualisierten Server, sondern auch die einzelnen Transaktionen sollten gebackupt werden, sodass Sie im Falle des Falles nur sehr wenige Daten verlieren, wenn Sie das System wiederherstellen. Planen Sie Ihr Backup sorgfältig? Legen Sie auch die Parameter RTP und RPO fest. Das heißt, Sie setzen eine Zielzeit für die Wiederherstellung und Sie geben an, wie viel Verlust Sie ertragen können, wenn Sie ein Backup zur Wiederherstellung verwenden. Das kann zum Beispiel einige Minuten, einige Stunden oder auch einige Tage sein. Und dokumentieren Sie den Restore-Vorgang, sodass im Notfall ein Dokument vorliegt, das man Schritt für Schritt abarbeiten kann. Hier nun ein vereinfachtes Beispiel, wie sich Malware im Unternehmen ausbreitet und schließlich sogar das Backup zerstört. Die Malware kann zum Beispiel über eine E-Mail empfangen werden und befällt dann zunächst einen Büro-PC. Der Büro-PC ist in der Regel mit weiteren PCs verbunden, vielleicht auch mit solchen mit verschiedenen Versionsständen oder auch welche, die einen lokalen Admin-Zugang erlauben. Oder sogar welche, auf denen sich ein Domain-Administrator gelegentlich anmeldet. Die Malware kann nun sehr lange schlummern, die kann dabei Netzwerk-Shares auswerten, dort vielleicht auch Listen von Usernamen, von Passwörtern oder Fragmenten, die zu Passwörtern oder Usernamen zusammengeführt werden, auswerten. Sie kann Passwörter durch Keylogging oder durch Auswertung von RAM-Inhalten herausfinden und nach einsammeln. Dabei sind insbesondere administrative Credentials interessant. Schließlich werden auch Dateien auf den Netzlaufwerken infiziert
Und irgendwann trifft es einen Admin-PC selbst. Das heißt, nun kann die Malware sämtliche administrativen Zugriffe quasi überwachen und weitere Passwörter bzw. Zugänge ausspionieren. Das führt dann in Folge zur Kompromittierung des Domain-Controllers und auch des Host-Systems für ihre Server, die heutzutage in der Regel virtualisiert bereitgestellt werden. Ja, und dann trifft es auch den Backup-Server, also das System, was Backups einsammelt bzw. in Ordnerstrukturen verwaltet. Und damit ist dann auch der Zugriff auf Backups möglich, die oft über einen File-Share oder als Zielpunkt einer Dateiübertragung angesprochen werden. Unter ungünstigen Umständen ist nun ihr Gesamtdatenbestand zerstört. Und auch wenn nur die Header der vielen großen Dateien zerstört werden, sind sie im Allgemeinen nicht mehr in der Lage, hier ein Backup zurückzuspielen. Wie kann man das verhindern? Am besten wäre es, wir würden keine Mail empfangen, die aktive Inhalte enthält, aber das ist nicht realistisch. Wir können aber verhindern, dass die Backups über ein Share ansprechbar sind. Denn wenn es dieses Share im Beispiel nicht gegeben hätte, wäre unser Backup zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Es ist daher von großem Vorteil, wenn das hier nun grün dargestellte System die Backup-Dateien pullt, also selbst keine Shares anbietet, sondern sich an anderer Stelle gesharte Dateien herüberkopiert und speichert. Und dabei auch selbst die Ordnerstruktur festlegt, sodass keine alte Speicherung überschrieben werden kann. Dieses System soll natürlich administrativ gesehen komplett getrennt sein von allen anderen Systemen im Unternehmen. Wer sehr vorsichtig ist, sorgt dafür, dass nur ein lokaler Zugang über eine Konsole möglich ist. Dann kann kein erbeutetes Passwort eines Administrators verwendet werden, um die Backups zu gefährden. Es kann sich dabei auch um ein cloud-basiertes System handeln. Dann ist eben wichtig, dass der administrative Cloud-Zugriff komplett getrennt ist von allen anderen Administrationstätigkeiten im Unternehmen. Und ein zweiter Faktor bei der User-Authentifizierung gegenüber der Cloud ist hier dringend angeraten. Die Prinzipien, die wir gerade an diesem Beispiel herausgearbeitet haben, sind hier nochmal zusammengefasst. Backups sollten also nicht über das Netzwerk oder über Fiber Channel auf ein Zielsystem gepusht werden, sondern sie sollten stets von einem getrennten System abgeholt, also gepullt werden. Die bereits gespeicherten Backups, die wir ja schützen möchten, sollten nicht mehr mit administrativen Privilegien veränderbar sein. Damit sind Admin-Accounts aller anderen Systeme gemeint. Das heißt, wir brauchen hier einen dedizierten Admin-Account und vielleicht auch einen rein lokalen Zugriff, um ganz sicher zu gehen. Setzen Sie Cloud-Backups ein, dann ist es wichtig, dass die Cloud-Administration, zum Beispiel über das Web-Interface, komplett getrennt ist von allen anderen administrativen Zugängen und sie sollte auch nur über ein zertifiziertes Rechenzentrum und per zweitem Faktor zur Authentifizierung möglich sein. Damit erreichen Sie nahezu den gleichen Sicherheitsstandard wie ein Offline-Backup. Zum Abschluss ist es noch wichtig zu bemerken, denken Sie auch an den Restore bzw. an das Disaster Recovery im Ernstfall. Sie haben dafür wenig Zeit, aber es ist wichtig, Restore-Tests durchzuführen, weil Backups können beschädigt sein, Systeme können vergessen werden. Es gibt immer wieder Beispiele für Verwechslungen, zum Beispiel nach einer Systemmigration wird aus Versehen das alte System weiter gebackupt, das neue, inzwischen Produktivsystem wurde aber nicht in die Abdeckung übernommen. Das bemerken Sie erst beim Test. Oder im Ernstfall, dann ist es aber zu spät. Oft gibt es auch unerwartete Probleme beim Restore, zum Beispiel File-Locks, die ein Restore verhindern, oder es gibt Inkompatibilitäten mit einem neuen Active Directory. Sie brauchen aber in der Regel ein neues Active Directory nach einem Malware-Befall. Zudem gibt es Abhängigkeiten bei mehreren Systemen. Da spielt zum Beispiel die zeitliche Reihenfolge eine wichtige Rolle. Deswegen hier der Profi-Tipp, machen Sie Recovery-Tests und entwickeln Sie das weiter zu einem richtigen Disaster-Recovery. Simulieren Sie also den Ernstfall und führen Sie alle dokumentierten Schritte einmal durch, um zu überprüfen, ob nach einem Notfall, bei dem ein Backup Restore oder ein Disaster Recovery nötig wird, alle Geschäftsprozesse wieder funktionieren. Das war auch schon das kurze Video zu Backup und Malware. Ich hoffe, einige neue Impulse waren dabei. Vielleicht möchten Sie sich ein anderes Video aus dieser Reihe anschauen. Bis dahin, auf Wiederschauen.